So, willkommen zu Thrashing the Clank. Heute mal nur mit dem Life Force. Hallöchen zusammen. Eigentlich wollte Ziax auch, aber der ist jetzt den ganzen Abend über nicht. Ja. Gekommen. Schade, schade. Und jetzt ist es noch ein bisschen spät. Und ja. Also. Machen wir mal ein paar Parts. So, das war der falsche Plan. Ich wollte nämlich noch zu einem anderen Planeten hin, wo ich nämlich noch was zu erledigen habe. Ich glaube auf dem Sumpfplaneten. War das? Metropolis, der Caravan-Planet. Genau. Oh Gott, ich erinnere mich. Genau, Vorposten X11 Aridia. Genau, Preis zum Agenten bringen, das war noch offen. Waren das nicht diese Hoverboard-Fuzis, die ich jetzt gerade im Kopf habe? Oder? Ja, das ist beim Schraubenfahren, ist mir so aufgefallen, dass da was fehlt. Ich war ja auch schon einige Zeit, ich bin bei Ratchet & Clank dabei, deswegen... Ja. Eigentlich sind wir auf dem Eisplaneten unterwegs. Der es auch schon ziemlich in sich hat. Von der Schwierigkeit her. Und auch ich selbst habe das eine Weile nicht mehr gezockt. So, das war die Waffenauswahl mit dem Dreck. Hä? Moment. Seit wann hast du bitte 5 Energieeinheiten? Durch ein Power-Up. LOL. Okay. Ich weiß gar nicht. Ich weiß das, glaube ich, selber gar nicht mehr so genau, aber es gibt auf jeden Fall ein Power-Up, das ich bekommen habe. Ich dachte immer, man hat nur 4 Energieeinheiten. Na gut, man lernt immer wieder was dazu. War interessant. Ah, das war ein bisschen zu nah am Rand. Jetzt auch nicht zu viel Munition verschwenden. Ja, schon klar, dass du dich auch mit dem Schraubenschlüssel vermöbeln kannst, ne? Ja. Könnte ich theoretisch. Vor allem die kleinen Bastarde, die kann man locker umbringen. Du hast jetzt keine andere Wahl, mein Freund. Floppen oder abknallen. Do you have any fire? Das war ja einer von den ersten Planeten. Als erstes kann man ja dahin, wenn man, ich glaube, Skip at Marx irgendwie suchen musste. Glaube ich. Okay, das war interessant gerade zu sehen. Wie besiegt man einen Gegner? Okay, man schießt ihn einfach ins Dynamit rein, ist klar. So nach Motto, ach hier, hab nur eine Dynamitstange, bumm. Zum Glück kann man auch das Teil mindestens zweimal wegspringen, wenn man abläuft. Hm. Ach ja, stimmt. Ich hab meinen Dusselkater hier. Muss man aber schön den ganzen Weg latschen.
Ja, scheiße, wenn du mit ins Zimmer läufst, du blöder Kater, du. Mein Kater hat nichts Besseres zu tun. Wenn ich einmal über meine Tür nicht auf meine Tür aufpasse. Bums! Rein! Ja, so ist das. So sehr. Ach, spring doch. So. Ah, tut mir leid, Leute, das musste bei ihm kurz sein. Ich musste bei ihm der Freiheit entlassen. Warum versuchst du darüber zu springen, oder eigentlich hättest du da... ich hinterfrage das jetzt gar nicht. Ist. Hinterfrage niemals die Logik von Schmacki. Ja gut, das funktioniert so nicht. Irgendwo ist wieder Knete in der Nähe. Sträubchen. Auch. Ja, aber das Zeichen, wie gesagt, das Zeichen ist meistens dafür, dass Bowls in der Nähe sind, die du mit Hilfe des Detektors eigentlich sammeln könntest. Ich glaube, den müsstest du noch haben. Moment, ich hatte noch so einen Hochsprung, glaube ich. Da kommst du nicht rüber. So. Dafür ist die Distanz viel zu groß. Wie war denn das bei dem Level nochmal? Was willst du denn wissen? Das Hauptziel ist ja die andere Seite des Sumpfes. Mhm. Und zur Ergänzung zu kommen. Mhm. Und? Dazu müsste ich hier lang. Ach so. Stimmt ja, kann ich ja hangeln. Kann's mir jetzt nicht verkneifen. Und da sieht man's mal wieder. Ja gut, aber vorhin stand dann wieder nicht drauf. Komisch. Naja, wenn schon Patzepfötchen da zu sehen sind, dann ist es auch ganz klar, dass du dich da ran angeln kannst. Naja, ich meine den schmalen Weg daneben. Ach so. Hat er sich gerade nicht festgehalten? Ja gut. Da würde ich dir jetzt empfehlen, bei Ratchet den Helikopter einzusetzen. Nicht das Jetpack, Helikopter. Das nicht unter Waffen. Wo kann man nochmal umstellen? Geräte. Achso, ja. Das könnte klappen. Ja, so nicht unbedingt gerade. Du musst schon den hohen Sprung einsetzen. Na, da hatte ich noch die Spyro-Steuerung im Sinn. Ah, macht nichts. Vielleicht musst du ein bisschen näher ranspringen. Du musst, sobald er dass er nach oben geht, sofort rüberfliegen, statt zu warten. Das könnte jetzt interessant werden. Ja. Perfekt. Oh, das war jetzt nur von der Secret gewesen, die ich gerade... Naja, egal. Egal, immerhin etwas Neues gefunden. Ja, jetzt heißt es... vorsichtig sein und gucken. Er war hier irgendwo. Fantastisch, du hast's geschafft! Tja, ich muss los. Und?
Werden Sie mich jetzt vertreten? Na klar, Kleiner. Und als Antrittsprämie gibt's... Na, wo hab ich's denn? Wo ist es? Das. Cooler Helm. Das ist ein Schallsammler. Damit zieht man Sandmäuse an. Stimmt. Und er gehört euch. Haha, ich muss los. Den ganzen Papierkram erledigen. Meine Leute rufen eure Leute an. Ratchet, hast du Leute? Der Schallsammler erlaubte die Kommunikation mit den geheimnisvollen und intelligenten Sandmäusen. Trotz ihrer unschuldigen Erscheinung sind Sandmäuse geschickte und aggressive Jäger. Aktiviere den Schallsammler einfach in der Nähe einer Sandmausbehausung und schon erscheint eine Maus. Bist du der Maus sympathisch, ist sie dir vielleicht behilflich. Okay, damit können wir sie jetzt die Sandmäuse rufen. Und wenn ich dazu mal eben kurz eine kleine Sache anmerken darf, diese kleinen Biester sind verdammt geil. Gibt's die auch auf anderen Planeten, oder? Ja, die gibt's auch auf anderen Planeten. Diese kleinen Biester haben es wirklich faustig hinter den Ohren. Das ist praktisch. Ich will's mal so ausdrücken. Sobald diese kleinen Teile auch nur ansatzweise einen Gegner auch nur angucken, fliegen sie mit voller Geschwindigkeit auf diese Biester zu und greifen instinktiv an. Wie man hier gerade bei den Sandteilen gesehen hat. Yep. Die tun ordentlich weh. So. Dann kommen wir mal zurück zum Eigentlichen. Das war der letzte Planet. Ja, ja. Das war die Bombenfabrik Hoven. Da kommt wieder mal so ein bisschen schön Bombenstimmung auf. Oh Mann. Hallo, Fellknäuel. Den haben wir noch offen. Eine Schönheit. Wieso sieht der Kerl rechts so übelst plattgedrückt aus? I don't know. Eine Schönheit. Alter, das ist abnormal. Na, lieber Waffen nutzen. So, kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Wenn ich du wäre, würde ich mal die Munition auffrischen. Wenn du schon in der Nähe des... Hallo, Fellknäuel. Eine gute Wahl. Ich meine, wenn man schon die Gelegenheit hat, ne? Why not? Eine gute Wahl. Ja, manche sind noch voll. Ja, aber Füllung ist immer gut. Je voller, desto besser. Das kann schon. Was war jetzt nochmal Schuss? Aha, okay, die Kreistaste. Ich hab's echt ein Weilchen nicht mehr gespielt. Ich merk's schon. Ich merk's schon. Okay, versuchen wir mal den Pyronizer. Vielleicht geht das ja ein bisschen besser. Die klappt das schon mal ganz gut. Ach, der sogenannte Flammenwerfer.
zur Not habe ich ja noch die kleinen, wie Serax sagte, ISIS-Terroristen. Ja, diese Bombendinger. ISIS-Terroristen. Oh Scheiße, ey, wie kommt der auf so einen Schwachsinn, ey? I don't know. Das ist mal wieder typisch Serax. Tja, wie viel spawnen hier? Okay, das ist was zum... Das ist was zum Festhalten. Money, 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 money. Aber ganz im Ernst, an dem Planeten kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern. Ach so, ich weiß, was das war. Das war nur so eine Sprungwand. Also Wall Jump. Ah, das ist ein bisschen Timing gefragt. Treffsicherheit. Ah, ich hasse Wall Jumps. Falsche Seite. Ja. Das war die falsche Seite. Aber schon gut, ja. Ja, ja. Ah, knapp. Ja, 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 ja. Ich muss die Wand benutzen. Aber die Felswand zum Startpunkt. Wenn nur mal abspringen würde, ist. Das war zu früh. Das war nix. Das war komplett daneben. Ja. Ein bisschen Munition und Energie, aber naja. Naja, Energie kannst du immer gut brauchen. Munition, hallo, die war gratis. So, dann mal ein Fragezeichen. Vor Fragezeichen ist immer was Wichtiges. Das sind meistens immer so die Hauptquests. Wie wir werden die feiern? Burn, baby, burn. Die neue Art von Spielzeug. Mann, wieso komme ich auf so geile Sprüche, immer wenn ich zu Gast bin, ey? Die sollte ich mal für meine Videos verwenden, ey. Fuck. Da geht's auch irgendwo hin. Spielt damit. Spielt damit. Oh Mann. Ey. Ja, das war dumm. Ja, das war jetzt wirklich dumm. Schlag ihn niemals gegen einen Dynamitkasten. Das tut weh. Wenn du
Instinkt sagt mir, irgendwo ist ein Geheimnis in der Nähe. Hm. Meistens liege ich da gar nicht mal so falsch. Auf jeden Fall ist da ein wichtiger Punkt da hinten. Wenn wir Glück haben, bekommen wir sogar einen Checkpoint. Darauf jeden Fall nicht verkehrt. Ah, ich entsinne mich, das war ja... Wasser. Ich nenn's mal den Sauger. Und das klingt in jederlei Hinsicht falsch. Den Sauger... Master, Todeshandschuh, Schwunghaken, Metalldetektor. Geh nochmal in die Waffenabteilung. Ah, das ist ja die Saugkanone. Das ist aber nicht das, was du brauchst. Wo ist denn der Sauger? Den hattest du doch. Wie gesagt, die Saugkanone ist es nicht, weil die ist für die Gegner zuständig. Ah, der Tropfen, das war's. Stimmt. Okay. Stimmt, der Tropfen war das, was dafür zuständig war. Ich finde das immer noch so abnormal geil, dass man einfach mal so viel Wasser reinpumpen kann, ey. Das ist so bekloppt. Aber so genial. Ja, es ist echt praktisch. So, das muss jetzt woanders reinpumpen. Ich finde, Insomniac hätte da noch wenigstens, wenn das Wasser hier so abgepumpt wird, noch so einen Schluck Sound einbauen sollen. Das wäre geil gewesen. Das wäre lustig gewesen, ja. Gut, dass du keine Luftanzeige mehr hast. Okay, Viereck ist nach unten schwimmen, X nach oben schwimmen. Ich wollte gerade sagen, da vorne ist was. Da wird es wahrscheinlich weitergehen. Sofern man natürlich auch trifft. Ach, ist das schön. Rein damit. Ah, noch mehr Bowls. Der Weg führt weiter. Oh.
Damit kann man eine schöne Bombenparty schmeißen. Gut, aber das machen wir im nächsten Part von Ratchet & Clank. Das heißt, da gibt's eine schöne Explosion vom Feinsten. Geil. Tschüss. Tschüss.